Mein Name ist Ilse Jakobsen. Ich bin studierte Tierärztin, habe danach in der Mikrobiologie promoviert und betreibe Grundlagenwissenschaften in der Mikrobiologie am Leibniz-Institut für Naturstoffforschung und Infektionsbiologie, kurz Hans-Knöll-Institut. Meine Arbeitsgruppe heißt Mikrobielle Immunologie und wir befassen uns überwiegend damit, wie humanpathogene Pilze Infektionen auslösen. Hallo. Na, läuft das Ziel? Ja, viel zu tun. Uns interessieren Hefepilze der Gattung Candida. Candida gehört, wie viele Bakterien auch die Infektion machen, eigentlich zum normalen Flora im Darm. Und solange alles im Balance ist, unser Immunsystem und der Pilz, ist das auch alles kein Problem. Das große Problem sind Patienten auf Intensivstationen, weil da dieser Pilz auch sich im Körper insgesamt verbreiten kann, über das Blut, Blutstrominfektionen machen kann, verschiedene innere Organe befallen kann und das wird dann lebensbedrohlich. Also unbehandelt führen 70% dieser systemischen Candida-Infektionen zum Tod. Das heißt, wir würden gerne besser in der Lage sein, frühzeitig die Infektion zu diagnostizieren, besser zu therapieren und dafür müssen wir verstehen, wie diese Infektionen genau zustande kommen. Wir können natürlich zum einen mit Hilfe von Zellkulturen zum Beispiel untersuchen, wie sich der Pilz verhält, wenn er auf Darmzellen trifft. Da sieht man zum Beispiel, er fängt an, Filamente zu bilden, so fadenförmige Wachstumsformen. Er dringt in die Zellen ein und kann sie zerstören. Man kann auf der Pilzseite einzelne Gene ausschalten und gucken, ist dieses Gen dann verantwortlich für diese Schädigung der Zellen. Aber wir können natürlich nicht untersuchen, wie ist die komplexe Interaktion von Pilz, Bakterien, dem Wirt, sowohl der Schleimhaut als auch den Immunzellen. Und was passiert zum Beispiel tatsächlich, wenn der Pilz in die Blutbahn gelangt oder in innere Organe? Da sind wir dann darauf angewiesen, bestimmte Fragestellungen auch mithilfe von Tiermodellen zu untersuchen. Die Tiere müssen mindestens einmal am Tag, auch wenn sie nicht infiziert sind und kerngesund sind, begutachtet werden. Das ist nicht nur rechtlich vorgeschrieben, es macht auch einfach Sinn, weil nur wenn man täglich wirklich auch auf die Tiere schaut, man Eindruck bekommt, was die Infektion eigentlich bedeutet. Die Mäuse haben eine Eingewöhnungszeit, da geht es ihnen gut, da freut man sich, ihnen zuzuschauen. Dann kommt der eigentliche Infektionsversuch. Abhängig davon, ob wir so eine lebensbedrohliche Blutstrominfektion machen oder vielleicht nur den Darm kolonisieren, können die Tiere erkranken oder bleiben halt auch gesund. Für uns heißt das immer eine große Verantwortung. Das eine ist natürlich der technische Ablauf, wie mache ich die Infektion, wie beurteile ich die Tiere. Das andere ist die Verantwortung gegenüber dem Versuchstier. Das heißt, diese Versuche müssen extrem gut geplant sein, müssen gut vorbereitet sein. Und für uns ist es so, dass wir den Anspruch haben, dass nichts schiefgehen darf. Das ist immer eine zweischneidige Sache. In dem Moment, wo ich die Maus infiziere, bin ich Wissenschaftler. Davor und danach bin ich Tierärztin und Mensch. Ich denke, es ist vielleicht für einen selber schwieriger, wenn man emotional den Tieren zugetan ist. Es ist aber für den Versuch und für das Versuchstier die absolute Voraussetzung dafür, möglichst optimal für das Tier diese Tierversuche durchzuführen. Und deswegen sage ich auch immer, jemand, der kein schlechtes Gewissen hätte, dem es nichts ausmacht, der sollte eigentlich keine Tierversuche machen. Und wenn wir das Tier nicht einschläfern würden, würde es an der Infektion versterben. Uns, denen es bis zum gewissen Punkt auch schwerfällt, wir sind eigentlich diejenigen, die in der Verantwortung stehen, weil wir generell den Ablauf von Tierversuchen optimieren können, auch wenn es für uns mehr Arbeit, mehr Anstrengung und einfach mehr Aufwand bedeutet. Wir entnehmen die Organe, weil ob ein Tier jetzt krank wird durch die Infektion oder nicht, uns noch nicht verrät, warum es denn krank wird und welche Interaktion tatsächlich im Tier zwischen zum Beispiel Immunzellen und dem Pilz stattfinden. Dafür müssen wir sozusagen in die Organe schauen. Das können wir zum Beispiel mikroskopisch. Wir können immunologische Untersuchungen machen, indem wir die Organe zerkleinern und dann bestimmte Immunzellpopulationen mittels Durchflusszytometrie analysieren. Wir können auch gucken, wie viel Pilz ist denn quantitativ da, indem wir so ein Organhomogenisat auf Agarplatten ausplattieren, eine bestimmte Menge, und dann zurückrechnen können, wie viel Pilz ist denn pro Gramm Organ da. Und die Daten insgesamt, die wir sammeln aus den verschiedenen Bereichen, die ermöglichen es uns dann, gewisse Rückschlüsse zu ziehen. Ein Ansatz ist sicherlich zu versuchen, die Tierzahl pro Versuch zu reduzieren. Da ist in den letzten Jahrzehnten auch schon einiges möglich geworden. Und in gewissen Bereichen kann man auch tatsächlich schon ins Tier schauen.
die leuchtenden Mäuse, das ist ein Verfahren, wo wir einfach den Pilz so modifiziert haben, dass er ein Enzym produziert, das bestimmte Substanzen zu Licht umsetzt, sodass wir dann auch im lebenden Tier halt unter einer kurzen Narkose in diesem Gerät schauen können, wächst der Pilz, wächst er nicht. Das ist so ein Verfahren, was zum Beispiel, wenn man neue Therapieansätze probieren möchte, auch wirklich die Tierzahl reduzieren kann, weil ich direkt den Verlauf verfolgen kann. Wissenschaftlich ist es so, für bestimmte Fragestellungen kommen wir ohne Tiermodell nicht weiter. Das muss man dann immer für sich selber abwägen. Und ich habe für mich beschlossen, dass, wenn ich den Tierversuch mache, ich dafür sorgen kann, dass der möglichst gut abläuft, möglichst schon für das Versuchstier, wirklich nur die Tierzahl genutzt wird, die auch absolut notwendig ist, um das Ergebnis zu bekommen. Ich würde mich freuen, wenn ich im Laufe meiner Wissenschaftlerkarriere tatsächlich zu Erkenntnissen beitrage, die einen Nutzen haben. Nutzen, entweder in der Klinik für den Humanpatienten oder eventuell auch für die Veterinärmedizin, weil die Pilze infizieren ja nicht nur Menschen, sondern die infizieren auch Tiere. Dass ich das Gefühl habe, meine Wissenschaft hat Erkenntnisse gebracht, die weiterverwendet werden und angewandt werden. Das wäre schön.